zusammen und recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mal wieder bei einem Buch Wanderpaket mitgemacht. Die wunderbare, tolle Tanja hat mich gefragt von Miss Duncan Cherrys Bücherstapel. Falls ihr sie noch nicht kennen solltet, ich verlinke euch ihren Kanal natürlich unten in der Infobox, ob ich nicht mitmachen will bei einem Büchertauschpaket. Und zwar geht es diesmal nur um Liebesbücher. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich war ja schon mal bei Horizonterweiterung und ich bin ja nicht so der Liebesbuchtyp, aber manchmal überkommt es mich doch. Und da greife ich durchaus natürlich auch mal nach sowas. Und ich muss euch dieses Paket jetzt mal zeigen. Das ist so schön verpackt. Da sind nämlich Rosen drauf. Überall. Alles voller Rosen. Das ist ein wunderschönes Paket und ich werde es jetzt auspacken mit euch zusammen. Und ich bin sehr gespannt, was ich drin vorfinden werde an Liebesbüchern. Man merkt schon, das ist schon ein paar Mal umgegangen. Es strotzt vor Klebeband. Aber besser so. Ich habe mein Paket von Anker bekommen. Das muss ich jetzt einfach in die Kamera zeigen. Mein Herz für dich, Anker. Sehr schön. Vielen Dank. Hallo, ihr Hübschen. Es ist so toll, dass ihr beim Romance-Wanderpaket dabei seid. Bitte füllt dieses Paket mit ganz viel Liebe und nehmt euch im Gegenzug ganz viel Herzklopfen heraus. Oh. Jedes Genre ist erlaubt. Hauptsache, die Liebe spielt in der Geschichte eine zentrale Rolle. Mängelexemplare. Ah ja. Gut. Ich bin sehr gespannt, was ich da vorfinden werde, weil es geht nicht nur um Romance-Bücher. Ah, das ist gut. Das ist schon mal gut. Habe ich wieder falsch verstanden. Ja, es ist auf jeden Fall gut verpackt. Oh, Mensch, Tanja. Der weiße kleine Herzchen reingemacht. Oh, ich nehme gleich alles raus. Sehe ich schon. So, jetzt muss ich ein bisschen zentraler, dass ihr mich auch schön sehen könnt. Ich muss nämlich heute wieder mit meiner Handykamera filmen, denn ich habe den Akku meiner Kamera auch angehabt und natürlich ist jetzt alles leer. So, einmal ist drin Jamie Maguire, Beautiful Disaster. Dieses Buch, davon habe ich schon gehört, das ging früher mal ziemlich um. Es ist gefährlich, jemanden so sehr zu brauchen. Du versuchst, ihn zu retten und erhofft, dass ihr das gelingt. Ihr beide seid ein Desaster. Er belächelte. Es spielt keine Rolle, was ist oder warum. Es ist gut. Aha. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich irgendein gebrochener Typ und irgendein Mädel, was meint, dass alles wieder gut wird. Abby lässt sich auf eine Wette mit ihm ein und gerät in einen Strudel aus Zuneigung und Zurückweisung. Oh ja, da steht drauf. Mal gucken. Soll ehrlich gut sein. So, dann haben wir hier von S.C. Stevens Anna und Griffin. Untamed. Ich liebe diese Cover, ne? Diese Cover sind so furchterregend schrecklich, dass sich ja da fast schon ein Thriller dahinter verbergen könnte. Ich finde das so furchtbar. Schlimmer noch sind Blumenwiesen. Griffin will im Rampenlicht erstrahlen und läuft Gefahr, sich zu verbrennen. Ah. Notorischer Bad Boy. Haha. Okay.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob das was für mich ist. Ich glaube, dafür habe ich eigentlich den Nerv nicht mehr. Für sowas kann ich nur begrenzt. Und wenn ich das sehe, ist es hier auch schon wieder eine Reihe. Gleich Nummer 2. Thoughtless. Erstmals verführt. Ich denke, es geht da um andere Protagonisten. Ja, aber. Und das ist ja auch noch so dick. 500 Seiten. Da muss ich mir mal die Bemerkungen und Rezensionen ansehen, denn sowas kann ich nur in bestimmten Maßen mir antun, weil ich bin einfach zu alt für sowas dann von der Geduld her. Also nicht unbedingt vom Kitsch. Also ich bin ja durchaus für sehr viel Kitsch zu haben und auch mal so für oder auch Jugendbücher. Ich stehe ja auch nicht auf Jugendbücher, aber zu viel Drama, zu viel unnötiges Drama kann ich nicht mehr einsehen. Ich weiß aber durchaus, dass mein 20-jähriges Ich auch schon einige Dramen hinter sich hatte. Ist ja auch gut für das, wenn man 20 ist. Aber ich meine, ich bin schon über 40 und da sind so Dramen immer nur beschränkt ertragbar. Oh, das ist was. Ja, gut, nach der Reihe nach. Das hier ist zum Beispiel so ein Cover, wo mir gefällt. Das passt zusammen, das ist harmonisch. Da wäre ich darauf zugegangen. Lean on me, Helena Hunting. Nur mit ihr an seiner Seite kann er sein wichtigstes Spiel gewinnen. Das ist immer so. Nur mit uns an eurer Seite. Ja. So hatte sich Ethan Kane sein Leben als Eishockey-Profi nicht vorgestellt. Oh, Eishockey. Mit Eishockey kriegst du mich. Ja, bin Eishockey-Fan schon immer gewesen. Ich war sehr lange nicht mehr auf Spielen. Aber ich war früher Eishockey. Also ich hatte einen Ex-Freund, der war Eishockey-Spieler und der wurde dann zwar, wie er älter wurde, zum, wie heißen die? Schiedsrichter. Aber nichtsdestotrotz verkehrt man ja trotzdem in diesen Kreisen. Das war schon ganz nett. Nachdem er vor 8 Jahren seine Heimatstadt und seine große Liebe verlassen hat, um ein erfolgreicher NHL-Spieler zu werden, ist er nun wieder zurück und hofft auf eine zweite Chance mit der Frau, die er nie vergessen konnte. Das lege ich jetzt mal auf meinen Vielleicht-Stapel. Kann gut sein, aber da bin ich schon wieder kein Fan von aufgewärmten Liebeleien. Sarah Heine. Ist das eine Deutsche? Ja. Sarah Heine. Feels like loss, feels like love. Das weiß ich nicht. Eins ist wohl das erste. Und eins ist das zweite. Vielleicht so. Ja, also rum passt es farblich nicht zusammen. Also müsste das wohl sein. Was wahrscheinlich die Story von Leo und Mila wird dich nicht loslassen. Ah ja, Milas und Leos bewegte Geschichte geht weiter. Alles klar. Mila zieht nach Berlin und ist mit der hektischen Hauptstadt völlig überfordert. Alles erscheint der Medizinstudentin fremd und furchteinflößend. Dann begegnet ihr der erfolgreiche junge Modedesigner Leo. Und bei ihm fühlt sie sich sofort angekommen. Doch Leo lernt Mila nicht nur die vielen bunten Ecken Berlins kennen, sondern sie erfährt auch zum ersten Mal, was Liebe ist. Leo verzaubert sie mit seiner Kreativität und seinem Charme. Aber schon bald muss Mila herausfinden, dass auf seinem Leben ein Schatten liegt. Ah ja, schon wieder ein Schatten. Wahrscheinlich hoffentlich nur ein Zweiteiler. Das wäre ganz gut. Die sind auch nicht so dick. Mal gucken. Und das ist mal was in Berlin. Da habe ich noch nichts. Vielleicht. So, was ich aber eigentlich gerne hätte haben wollen, ist dieses hier. Oh, lauter Herzen. Hier ist alles. Alles. Voller Herzen. Die sind zwar schon ein bisschen zerknüdelt. Selber ausgeschnitten oder hast du die gekauft? Meine Güte. Da hast du dir ja so viel Mühe gegeben. Das ist so schön.
Wir müssen schon reinspitzen. Also, dieses hier stand sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste. Dieses Calendar Girl, ich glaube, ich habe es sogar auch mal angefangen auf dem Kindle zu lesen und bin dann irgendwie wieder weggekommen. Da geht es, glaube ich, um eine... Na, das ist sogar ein Legezeichen, denn stylish, sexy, beautiful. Ja, Audrey Curlan. Januar, Februar, März, genau. Und dann geht es April, Mai, Juni und so. Und die muss innerhalb von einem Jahr irgendwas tun. Ich mache es, flüstere ich. Natürlich machst du es. Das ist keine andere Wahl. Ah ja, ich glaube, die hat Schulden. Mila Saunders braucht Geld. Braucht Geld. Genau, sage ich doch. Viel Geld. 1 Million Dollar. Oh. Ihr Vater konnte seine Spielschulden nicht begleichen. Um die Summe aufzutreiben, heuert Mia bei einer Agentur an und lässt sich als Escort Girl buchen. Aha. Für 100.000 Dollar pro Monat leicht verdientes Geld. Sex ist ausdrücklich nicht Teil des Deals. Aha. Für 100.000 Dollar im Monat ohne Sex? Doch als sie ihren ersten Kunden gegenübersteht, ist alles schnell klar. Zwischen ihr und Wes knistert es gewaltig. Ahahaha, okay. Das, wie gesagt, das werde ich wahrscheinlich behalten, weil das wollte ich schon immer haben. Und es ist auch schön. Das ist jetzt zum Beispiel auch, obwohl da Blumen drauf sind, finde ich, ist ein schönes Cover. Jetzt kommt wieder ein nicht schönes Cover. Naja, geht so. Naughty Boy. Ja. Da geht's ja wohl ein bisschen anders zu. Ah ja, steht ja auch drauf. Erotischer Roman. Wer lesen kann. New York Bestseller. Autor Laura Leith. 8 Jahre war Rowdy McKay auf der Flucht. Zum einen vor der zarten Unschuld und der sexy Versuchung seiner Stiefschwester Kelly. Aha. Zum anderen vor seinen Gefühlen für sie und der alles verzehrenden Leidenschaft. So, so. Ja. Das ist schon wieder so ein Stiefgeschwister-Ding. Diesmal im Erwachsenenmodus. Und jetzt kommen wir zu einem Cover, das eigentlich super toll wäre. Also ich hätte jetzt wirklich gesagt, das ist ein tolles Cover, wenn sie diesen Ömmel da nicht drauf gespunzelt hätten noch. Das hier ist, ne, das sind Blumenranken, schön, eine schöne Schrift, mehrere schöne Schriften. Manche finden das nicht schön, wenn so viele Schriften auf einmal sind. Ich finde das super. Und dann setzen sie den Typen da noch drauf. Den braucht kein Mensch. Heimliche Liebe in Cherry Oak Falls. Love in the Dark. Das erinnert mich an diese Glow in the Dark. Kennt ihr diese aufladbaren Püppchen noch? Die gab es früher. Waren so kleine Figuren. Die hatten auch Klamotten an. Die war alles aus Plastik. Und wenn man die dann ins Licht gehalten hat, haben die sich aufgeladen und das waren dann diese Glow-in-the-Dark-Dinger. Und Love in the Dark ist so ähnlich. Ah, ja, und dann haben die da noch die schönen Blumen. Und das im Hintergrund, weiß ich nicht, was das sein soll. Sieht eigentlich aus wie ein Krankenhaus oder wie ein Hotel. Aber den hätte es jetzt nicht gebraucht. Nichts nervt Nicolas so sehr wie die plumpen Verkupplungsversuche seiner Schwester Kelly. Deren Amorspielchen sind ohnehin zum Scheitern verurteilt, denn der Krankenpfleger, Krankenhaus, verschweigt seine wahre Orientierung aus Angst vor der Reaktion seines Umfelds. Aha, dass er den Bruder von Kellys neuestem Opfer mehr als nett findet, macht alles noch komplizierter. Wenn Kelly wenigstens akzeptieren könnte, dass sich Nicolas nicht halbnackt für den Krankenschwesterkalender fotografieren lassen will. Ja, oh. Triggerwarnung. Depression, Angst, Outing werden thematisiert. Aha. Das ist gut.
Das ist gut. Ah, das sind auch Lesezeichen und eine Karte drin. Bettina Caroli. Ja, wie gesagt, mit Personen auf dem Cover kann ich nichts anfangen. Sonst wäre ich da sofort darauf zugegangen, weil es alles so stimmig ist. Die Wellington-Saga, Versuchung. Schwierig. Das ist auch ein schönes Cover. Schlicht und schön. Nacho Figueras. Mit Jessica Whitman. Nacho Figueras. Hablamos español. Champagner und Jet Set interessieren die junge und kluge Tänzerin Georgia nicht. Daher stimmt sie wenig begeistert zu, ihren besten Freund zu einem der glamourösen Reitturniere in Wellington, Florida, zu begleiten. Reitturnier. Ausgerechnet Alejandro. Der unglaublich attraktive ältere Sohn des mächtigsten Del Campo-Clans wirft dort ein Auge auf sie und zieht sie wie ein Sturm in eine Welt, in die Georgia so gar nicht zu passen scheint. Doch er ist kein Mann, der ein Nein akzeptiert. Liegt der Schlüssel zum Glück in Welle. Aha. Ah, Pferde. Pferde und Glamour. Und mittendrin wohl ein bisschen Sex. Wahrscheinlich. Ich werde jetzt mal in mich gehen und schauen, was ich davon behalte. Und schauen, was ich dann wieder rein tue, weil ich muss ja auch wieder welche reinlegen. Also gehe ich mal in mich und werde euch dann mitteilen, was es geworden ist. Bis gleich. So, in mich gegangen und ausgesucht habe ich mir Lean on Me, die Wellington Saga und Calendar Girl. Reintun im Gegenzug werde ich die Erbin von Simone Arnstedt. Das hat mir damals wirklich gut gefallen. Dann nicht aus dem Sub rausgeschafft und muss jetzt verschwinden. Save Me von Mona Kasten. Mir ist da gerade so gar nicht nach Drama. Ich denke, ich werde diese College-Sachen, ich habe noch so viel College-Sachen hier und irgendwie, ja, zieht es mich da momentan nicht so hin. Und von Lena Marten nicht auch noch der, ein etwas witzigeres Exemplar der Liebesgeschichten. Genau, die werde ich reinlegen. Mein Paket geht jetzt weiter an Sarah. Ich liebe ja solche Bücherwanderpakete, weil ich auch immer irgendwas drin finde, was ich behalten möchte. Und finde es immer sehr spannend zu sehen, was andere Leute so reinlegen. Ich mache da immer wieder gerne mit. Sobald ich eins erwische und ich mitmachen darf, mache ich eigentlich meistens immer mit. Das war's auch schon mit dem Bücherpaket. Und ich freue mich auf viele, viele weitere. Und sage bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.